KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast Nummer 671 mittlerweile. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo Erik. Na, das Internet läuft, in Klammern. Noch. Schreis halt. Mal sehen, ob sich das überhaupt durchsetzen wird mit dem Internet. Das ist ja, ist glaube ich auch noch nicht so ganz, aber wir werden sehen. Noch brauchen wir es, um Filme zu schauen, die ja meistens im Streaming stattfinden. Wenn wir nicht gerade Rezensionsdiscs bekommen, die noch wirklich auf einem physischen Medium bei uns ankommen. Und im Stream hatten wir letzte Woche die Heimsneak-Preview von dem Film Awake, den es ganz neu auf Netflix gab. Und in Awake geht es darum, es ist ein dystopischer Science-Fiction-Film, würde ich es mal so nennen. Geht es darum, dass in einer nicht allzu fernen Zukunft eine junge Frau, die noch ehemalig oder abhängig war von oder ist oder recovered, war. Ja, war, aber es ist alles so schwelend, ja. Sie war früher mal bei der Army, gespielt übrigens von Gina Rodriguez, und die stiehlt immer Tabletten im Krankenhaus, wo sie da arbeitet auch. Und ja, irgendwann passiert dann was, kommt wie so eine Art EMP, alle Sachen fallen aus und ihr Auto geht aus und Leute sterben. Und von dem Moment an können auch die Leute alle nicht mehr einschlafen, bleiben also wach. Man versucht mit diversen Drogen oder mit irgendwelchen Betäubungsmitteln, dass man wenigstens ein bisschen Schlaf bekommt. Da entsteht dann auch so ein Schwarzmarkt dafür. Und es gibt aber irgendwie die Rettung, weil irgendwie die Tochter von Gina Rodriguez, die kann wohl schlafen und sie hat wohl ein Mittel in sich, um die Welt zu retten. Ja, ich weiß gar nicht, ob man viel mehr noch erzählen kann. Viel mehr steht auch hier gar nicht bei Wikipedia drin. Der Film macht natürlich, also wir begleiten sie dann so auf der Reise und in dieser Welt, die dann wirklich da nicht ganz so Endzeitmäßig ist, wie man es eigentlich kennt, auch so Endzeitfilmen, wenn so eine globale Katastrophe passiert und sehr viele religiöse Ansätze und so. Ich weiß auch nicht. Kate, bei dir steht noch keine Wertung drin. Wie fandst du es denn? Bin ich mal gespannt. Also, ich muss jetzt mal deine Filmbeschreibung ein bisschen aufwerten. Ja, wert mal auf. Da ist noch ein bisschen mehr passiert als das, was du erzählst. Es wird relativ schnell, spricht sich dann rum, dass die Tochter eben schlafen kann. Und quasi ist dann die Forschung hinter ihr her, um rauszufinden, warum sie schlafen kann. Zudem glaubt die Kirche, dass sie eine Art Wunder ist, wobei das eigentlich nur eine relativ kurze Szene ist, wo die da festsitzen in der Kirche und nicht weiterkommen. Also so viel religiös ist das in dem Film jetzt auch nicht. Ja, die Taufszene am Schluss fand ich schon sehr religiös. Es war keine Taufszene. Auf jeden Fall. Alter, da waren so viele solche Bilder drin, also mit irgendwelchen Leuten, die irgendwie gesegnet wären oder sehr, der Typ mit den langen Haaren, der dann immer so bewusst dasteht wie Jesus und sonst was, wenn er irgendwelche Weisheiten von sich gibt und so. Ach, geil. Nee. Aber vielleicht ist es auch nur mir aufgefallen. Aber Entschuldigung, ich fand ich gut. Ja, auf jeden Fall, was mir an dem Film gut gefallen hat, war die Geschichte an sich, also dass man halt einfach nicht mehr schlafen kann und welche Auswirkungen das auf den Körper hat. Ich fand es ziemlich cool, wie die alle so nach und nach durchgedreht sind auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Von Halluzinationen bis hin zu kompletter Aufgabe und so Delirium bis hin dann natürlich zum Tod. Weil wird ja auch erklärt, warum, was mit dem Körper passiert, wenn man nicht schläft. Und deswegen ist ja auch Schlafentzug eine Foltermethode. Es gab natürlich Punkte, die mich gestört haben. Zum Beispiel, dass mir kam das alles zu schnell erzählt vor. Also gefühlt sind die mit dem Auto weggefahren,
hatten den Unfall, weil dieser Blackout quasi stattgefunden hat. Und gefühlt am nächsten Tag wussten alle, dass sie nicht mehr schlafen können, nie wieder schlafen können, dass das Mädchen schlafen kann. Und es ging irgendwie alles so schnell. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sich das jetzt über 1, 2, 5 Tage zieht, oder sogar 1 Woche oder 2 Wochen, sondern dass es das innerhalb von 2, 3 Tagen alles über die Bühne gegangen ist. Das hat mich ein bisschen gestört, dieser zeitliche Ablauf. Aber ansonsten fand ich den Film eigentlich ganz spannend, auch interessant. Über die Schauspieler, ja, ich glaube, mit anderen Besetzungen wäre man da besser gelaufen, aber ich habe schon weitaus schlimmere Filme gesehen als den. Also mich hat der unterhalten, ich wollte jetzt auch wissen, wie es ausgeht. Und ich hatte jetzt auch nicht den Impuls zu sagen, ach, ich schalte jetzt aus, ich finde es doof. Ja, also ich fand das ein ganz, also solide Sonntagmorgen-Unterhaltung. Habt ihr das vorhin gerade geguckt oder was? Ja, wir gucken unsere Filme immer Ach du knapp kurz Heiliger. vor der Ach Aufnahme, so, damit wir sie deswegen noch war ganz frisch im Kopf meistens. haben. Deswegen ist das noch so Ja, nicht immer, präsent. aber. Ja, nee, also für solche Machwerke, da möchte ich meinen Sonntagvormittag nicht. Eieiei. Darf ich auch was dazu sagen? Mir Selbstverständlich. ging das kleine Mädchen auf den Senkel. Ich fand das ganz furchtbar. Die schauspielerische Leistung war sehr überschaubar. Die Story war, ja, also so viele Loopholes und so viel Unnötiges und Seltsames und für mich völlig nicht zusammenpassendes. Das fand ich super schade, weil man hätte da vielleicht sogar was mal raus machen können. Ich fand die Anfangsszene mit dem Unfall, mit dem Autounfall, wie das Auto da reinrast, fand ich relativ gut gemacht eigentlich. Das hat mir gefallen noch. Da habe ich gedacht, Ja, so, oh, okay, das war gut gemacht, ja, das stimmt. das könnte wirklich so in eine ganz interessante Richtung gehen. Aber dann biegt dieser Film in die Straße der Langeweile ab. Dann stehen plötzlich ältere nackte Herrschaften, also der FKK-Club Virginia West steht auch auf der Straße und was weiß ich was. Ja, aber das ist ja das, was ich meinte, dass diese verschiedenen Facetten dieses Durchdrehens. Es wäre ja langweilig, wenn einfach nur alle durchdrehen und sich gegenseitig bekloppen, also verhauen. Ja, ich fand es eigentlich ganz gut, dass es eben so unterschiedliche Varianten davon gab. Und da gehört halt auch der FKK-Club dazu. Dass die da halt mitten auf der Straße stand, fand ich auch cool. Also ich sag mal so, diese Wachbleib-Epidemie, ja, die ist genauso scheiße wie unsere Corona-Epidemie. Also wenn es wenigstens Zombies dabei wären. Ach nee, das hat sich so gezogen. Ich möchte mal hier aus einer Kritik zitieren, die ich gerade gelesen habe, die das sehr gut trifft, wie ich das auch sehe. Im konfusen Finale nimmt Awake zwar nochmal kurzfristig Tempo auf, aber befriedigende Antworten auf inhaltliche Erkenntnisse, die zum Nachdenken anregen, kann der Streifen nicht einlösen. Dafür bleibt es letztendlich, wie der gesamte Film, sehr enttäuschend und fahrlässig banal. Und das kann man durchaus so. Ach, das. Mein Problem mit dem Film war zusätzlich noch, also wie gesagt, ich fand ihn ja gut, aber er hatte halt seine Probleme. Und eins seiner Probleme war, Chris möchte sich kurz daran erinnern, dass ich ungefähr ab der Hälfte des Films ihm erklärt habe, warum das Mädchen schlafen kann. Was im Film erst am Ende rauskommt. Wo es dann alle schnallen. Also die halt noch übrig sind, schnallen es. Und ich denke mir so, hey, das hab ich euch vor einer Stunde schon erzählt. Also, das war einfach zu offensichtlich gewählt. Also, ja. Und die Erklärung, was diesen Blackout verursacht hat und so, das fand ich auch irgendwie langweilig. Ich hätte Aliens gehofft oder so. Ja, also das war irgendwie, also mehr hatte ich wesentlich mehr erhofft von dem Film, fand ich. Und also mich haben wirklich diese, wo ich dann einmal drauf geachtet habe, wo das losging mit der Kirche, so, ja, das ist eine Strafe und oh, wir müssen da jetzt irgendwie klarkommen, hier dieser komische Prediger da. Und wo dann das immer wieder aufgegriffen wurden, diverse Themen, das hat mich echt extrem gestört, aber da bin ich auch echt anfällig für sowas, für solche Messages da, dass mich das Ja, extrem aber auch abfuckt. das war ja relativ realitätsnah. Wenn bei uns sowas passieren würde, Ja, würden sie doch auch klar. in den Kirchen stehen und
dieses eine Mädchen, das da noch schlafen kann, anbeten, oh mein Gott, sie wurde von Gott gepriesen, bla bla bla. Ja, genau. Das ist doch genau das würde doch heutzutage auch passieren. Oder auf Telegram, die sagen, ah, das gibt's alles nicht. Ja, genau. Mhm. Ihr müsst nur einfach die Augen zumachen und schlafen. Also in dem Sinne sind vielleicht irgendwelche religiösen Kulte da vielleicht so das kleinere Übel, wenn man auf Telegram sieht. Ah ja, ich weiß auch nicht. Also kann man ja kostenlos gucken. Ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwie Geld versenkt hätte dafür, außer der monatlichen Grundgebühr für Netflix. Deswegen, man weiß ja auch nicht, was einen da vorher erwartet. Das ist halt das Thema. Man liest das so, der Trailer sieht vielleicht ganz nett aus oder die Beschreibung. Das ist halt immer eine Wundertüte hier, was uns da erwartet. Deswegen kann man ja da niemanden einen Vorwurf machen. Ne? Aber von mir, 3 Punkte. Ey, puh. Oh, liebgemeinte 3 Punkte. Ich sehe jetzt deine... Okay. Ich hab mich unterhalten gefühlt. Jetzt macht mich nicht so böse an, ehrlich. Ja. Keiner hat dich böse angemacht. Wir sind doch, eher nur so, Erik lacht mich aus, weil ich den Film okay fand. Nee, ich bin nur überrascht von der Wertung. Ich meine, letztendlich ist es ja Geschmackssache. Ich gebe dem Film 7 Punkte. Ich musste gerade aber auch lachen. Weil wie oft haben wir denn schon diese Art Geschichte gesehen? Oder dieses die ganze Welt kann plötzlich nicht mehr schlafen und dreht durch. Das gab's jetzt noch nicht so oft und das fand ich interessant. Insomnia. Das wollte ich sehen. So schlecht fand ich ihn nicht. Entschuldigung. Was soll denn das jetzt? I can't get no sleep. I used to worry. Thought I was going mad. Chris, wie viele Punkte gibst du dem Film? Das wäre eigentlich toll für den Musiktipp heute. Ich gebe ihm auch 3 Punkte und die sind lieb gemeint. Wollte ich machen, aber haben wir schon drauf. Habe ich nämlich schon mal draufgepackt gehabt. Ja. Deswegen habe ich was anderes, was passt. Okay. Kannst du schon im Dokument sehen. Okay, bevor wir zu einem weiteren Highlight. Nee, warte mal. Nee, dann machen wir erstmal die Rätsel. Ah nee, hier erstmal Sneak-Tipp und so weiter. Jetzt bin ich ja ganz... Also ich hatte bei dem Film entgegen des Titels hatte ich Probleme, wach zu bleiben. Deswegen, und jetzt, wo ich so viel über den Film geredet habe, befällt mich sofort Sekundenschlaf. Gut. Was gucken wir nächste Woche? Das klingt nächste lustiger. Nächste Woche gucken wir was Schönes. Was sehr, sehr Schönes. Und zwar die Fortsetzung eines Films, den wir auch schon in der Sneak besprochen haben, im Podcast besprochen haben. Wir schauen Train to Busan 2 Peninsula. Ich freue mich. Yay! Und ich glaube, den gibt es auf Amazon, ausgehen, ne? Amazon ich glaube, das. Amazon, ja. Und da wir ja wahrscheinlich die Woche drauf immer noch auf Kino verzichten müssen, weil die Kinos ja erst ab 1. Juli wieder aufmachen, schauen wir uns nochmal auf Netflix einen Film an. Und der Tipp dafür ist, das muss ich mir mal kurz aus dem Hut zaubern, Daddy ohne Plan. Spielt Owen Wilson mit? Nee, aber das fällt mir jetzt halt am ersten ein zu dem Trailer, den ich gesehen habe. Ach so. Daddy ohne Plan. Alles klar, bin ich aber gespannt, was uns da erwartet dann. Ein weiteres Netflix-Highlight. Und apropos Highlight, wir haben einen Rezensionsdisc bekommen. Ich muss echt aufhören, wenn ich die Filme schon vorab schaue, dass ich euch da schon vielleicht vorab beeinflusse. Genau, ich höre da mal in Zukunft auf. Wir reden hier in der Sendung zuallererst drüber, weil den hatte ich nämlich eigentlich schon für letzte Woche geschaut gehabt. Wir haben die Disc bekommen, die heißt One Last Call. Wird damit beworben, dass die Horror-Ikonen Lynn Shay von Insidious, das ist die ältere Frau, und Tobin Bell, der Jigsaw aus Saw, erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen. Das Gruseln kann beginnen. Und ihr beide habt Hurra geschrien, als es hieß, wir können die Rezensionsdisc bekommen. Ich muss echt aufhören damit. Ich habe einen Mann. Ich nicht. Ich finde das immer sehr, sehr gut, wenn wir solche Sachen bekommen. Ich freue mich auch für jeden Verleiher, der uns sowas schickt. Und ich finde, deswegen sollten die auch besprochen werden. Die Chance müssen dann bekommen. Aber auch auf uns hören. Ich habe da noch einen mahnenden Finger gehoben bei dem Film, aber nein. Okay, wir haben ihn alle geschaut. Du hättest ihn ja nicht gucken müssen, weil wir wollten ihn ja haben. Mitgefangen, mitgehangen hier, ne? Also so geht's ja. So, also. Gut. One Last Call, wer möchte den vorstellen von euch? Ja, das mache ich mal. Schieß der los. Kate. Also, in One Last Call geht es um eine Gruppe Jugendlicher, genau genommen. Also es sind eigentlich 3 Ursprungsjugendliche, 2 Jungs, Brüder und ein Mädchen. Und denen gesellt sich ein neuer Schüler dazu, so ein bisschen ein ruhiger eigentlich, so.
Und die vier werden halt Freunde und hängen immer zusammen ab. Und zwischen dem Mädel und ihm geht auch irgendwann so ein bisschen Funkenflug. Auf jeden Fall sitzen sie eines Abends zusammen und kiffen. Und dabei kommt die Geschichte ans Tageslicht, dass von dem Mädchen die Schwester eines Tages mal verschwunden war und man die ehemalige Erzieherin von ihr verdächtigt hat, sie zu entführt und getötet zu haben. Aber man konnte sie ihr nie beweisen. Und diese Erzieherin wird eben gespielt von der Lynn Shay. Und seit dieser Entführung oder seit dem Verschwinden des Kindes tun die drei Jugendlichen, die immer wieder so ein bisschen terrorisieren. Also inwieweit, weiß ich jetzt auch nicht mehr im Detail, aber die beschimpfen sie, rufen sie an und schmeißen legen wieder auf, schmeißen Scheiben ein, alles Mögliche. Und da sie das schon länger nicht gemacht haben und so schön bekifft sind, sagen sie, komm, wir gehen da jetzt zu viert hin, du gehörst jetzt zu uns, du hilfst uns jetzt dabei, die Frau zu terrorisieren, bis sie irgendwann vielleicht mal gesteht. Und das geht dann an dem Abend so weit, dass sie, ich glaube, einen Stein sogar nach ihr selber werfen und sie getroffen wird. Und sie dann denen einen halben Vortrag hält und die dann aber auch irgendwann abhauen. Und sie, ich weiß gar nicht, ob das am gleichen Tag noch ist, kann eigentlich fast nicht sein. Kurz drauf auf jeden Fall begeht sie Selbstmord. Und sie hat ja den Ruf, eine Hexe zu sein. So, sagt man so. Ne? Also. Und sie begeht Selbstmord. Und ihr Mann, gespielt von Tobin Bell, eben Jigsaw, tut ihren letzten Wunsch den Vieren mitteilen. Denn alle vier wurden im Testament der Frau hinterlegt. Und er will jetzt einfach den letzten Willen erfüllen und lädt die alle ein, die auch dummerweise dahin gehen, und bietet ihnen folgenden Deal an. Und darum, das ist eben dieser Final Call oder One Last Call. Sie müssen alle nacheinander in einen Raum nach oben gehen, wo ein Telefon steht, und die Telefonnummer anrufen, die sie daneben haben. Und wenn sie es schaffen, eine Minute lang zu telefonieren mit der Person am anderen Ende, gewinnen sie quasi dieses Spielchen, weil die Frau hat gerne Spiele gespielt, sagt er. Keine Ahnung. I wanna play a game. öffnet sich die Hintertür, sie können zur Hintertür raus und gewinnen $10,000, $100,000, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine hohe Summe Geld jeder. Und erst finden sie das alles ein bisschen creepy und auch das Haus ist creepy und aber sie wollen halt das Geld, um auch die Stadt irgendwann verlassen zu können. Also lassen sie sich drauf ein, weil sie sich sagen, ja, das sind ja nicht mal 5 Minuten, die wir dann hier verbringen, also machen wir das jetzt. Und also geht einer nach dem anderen hoch und aber mit diesem einen Anruf ist es eben nicht getan, denn die gute Frau hat sich mit einem Telefon beerdigen lassen. Und dieser Anruf geht dann an sie. Und da sie ja eine Hexe ist, antwortet sie und konfrontiert die Jugendlichen mit den schlimmsten Ereignissen oder den größten Geheimnissen, die sie vertuschen wollen, indem sie das sie wiedererleben lassen. Was das jetzt alles in einem Einzelnen ist, erzähle ich natürlich nicht. Aber sie hocken quasi in diesem Haus fest und müssen dieses Wiedererleben dieser Ereignisse irgendwie durchstehen. Ob sie das schaffen oder nicht und was die Erlebnisse sind und was das ganze Haus noch so mit ihnen macht, das erzähle ich natürlich nicht. Und auch nicht, wie es grundsätzlich ausgeht. Aber das ist so die Grundstory. Und es war halt einfach Banane. Also, wenn ich jetzt gleich mal zu meiner Rezension kommen kann. Es war ultra langweilig. Die Schockeffekte haben überhaupt nicht gezogen. Wir hatten einen Klischee-Schocker nach dem anderen. Wir hatten Teile von Exorzismus, Saw, ich komme gar nicht, Insidious. Es war alles nichts Neues. Es war alles so, okay, jetzt passiert gleich das. Okay, jetzt passiert gleich das. Und ach, jetzt ist das. Und so. Es hat mich ich bin nicht einmal zusammengezuckt. Ich fand den furchtbar langweilig. Schauspielerisch. Der Beste war noch Jigsaw. Er hat halt das gespielt, was er immer gespielt hat. Ja, den irren alten Mann mit Hintergedanken. Und das war aber das Beste am ganzen Film. Also ja. Ich finde es auch toll, dass wir die Rezensionsdisk bekommen, aber ich muss halt einfach auch ehrlich sein und sagen, der Film
taugt nichts. Damit stellst du dich ja krass entgegen dem geschätzten Magazin Drum Dumps, von dem ich noch nie gehört habe. Zitat, eine Hommage an Nightmare on Elm Street. Nein. Steht hier drauf. Nein. Ah ja. Eieiei, das war ja echt Banane. Also das kann man nicht anders sagen. Da, vor allem, das ist ja auch so ein, der ist auch FSK 16. Ich meine, da haben sie auch jetzt nicht gerade tief in die Trickkiste gegriffen bei den Horrorszenen. Da ist kein Slash, da ist gar nichts drin, gar nichts. Das ist, was ja bei Saw irgendwie noch, ja, so ein bisschen splatterig witzig war vielleicht, was da für Fallen waren, wo es dann die Leuten die Arme abgerissen hat oder so, wo man wenigstens dahingehend als Horror-Splatter-Fan irgendwie ein bisschen Freude haben konnte. Ja, aber ganz kurz, ja. Saw war halt einfach was Neues, also in der Art. Also das war einfach... Ja. Hat sich ja dann auch irgendwie totgelaufen. Ach, jetzt gibt es irgendwie also Saw Spiral, kommt doch irgendwie, kommt da noch ins Kino? Ja, den will ich noch angucken. Hm. Also die ersten drei Saw fand ich noch gut und dann die letzten drei nicht, aber Spiral könnte jetzt nochmal interessant werden, den werde ich wahrscheinlich angucken. Also ich mag ja die Saw-Filme. Oder der erste war so total nicht... erkennbar, worauf das hinaus will. Und dann im zweiten gab es eben diese verschiedenen Spiele in dem Haus, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann wusstest du das. Du wusstest zwar, was passiert, aber nicht, was Verrücktes passiert. Und in dem Film jetzt halt einfach war es einfach so, ja, okay. So. Und auch diese Background-Stories, die dann durch diese Erfahrungen aufgetreten sind. Ja, aus dem eigentlichen Saw ist er dann mehr oder weniger immer so ein 10 kleine Jägermeister geworden. Ja, ja, genau. Wo es dann nur noch, ja, wer überlebt das oder keine Ahnung. Also das. Übrigens, der Regisseur dieses Films, One Last Call, der heißt Timothy Woodward Jr. Und er hat schon sage und schreibe 18 Film-Credits hat er gedreht. Und die sind alle scheiße. Also die sind wirklich... Also der Beste, ich habe gerade hier so... Der Beste hat 5,1 auf der IMDb. Alle liegen drunter. Also das ist ja quasi... Also da soll noch mal einer was über Uwe Boll sagen. Also hallo. Also das ist ja, und vor allem, der kriegt aber auch immer hier... In dem einen hat er Danny Trejo drin gehabt, den Film. In dem anderen hat er so ein paar Wrestler gehabt. Und die sehen immer actionmäßig so ganz gut aus, so wie früher hätte man gesagt, so Videotheken-Krabbelzeug da, so, wo irgendwie ein cooles Cover ist, was du nicht kennst und nimmst du halt mal mit. Und hier, also seit 2014 dreht er Filme und quasi fast jedes Jahr ein oder zwei Filme gedreht. Krass. Und er wirkt auch noch als ausführender Produzent bei diversen Filmen. Eieiei, also da... Das ist ja wirklich, also die Vita, die liest sich echt nicht gut, da die Filme, die er gedreht hat. Habe ich auch noch nie von vielen gehört. Aber die Wertung spricht auch Bände. Eieieiei. Oh Mann. Ja, hervorragend. Ja, ich fand's auch nicht so gut da. Und das war hier wieder so, man hat irgendwie die Möglichkeit, die beiden Schauspieler zu bekommen. Dafür hat man Geld ausgegeben und der Rest bleibt dann halt irgendwie hängen. Also sprich irgendwie für ein cooles Drehbuch oder so war dann halt keine Luft mehr, für Effekte halt auch nicht. Und man versucht das halt daran aufzuhängen. Man sieht es auch, wie das Cover aufbereitet ist, eben mit diesem Jigsaw da schön groß drauf in so einem Halbschatten und dann die andere. Und man macht halt eher mit den Personen Werbung als mit dem Film selbst. Und das ist auch schon ein schlechtes Zeichen. Ja. Das ist ein sehr, 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 sehr schlechtes Zeichen, leider, ja. One Last Call. Der Film hinterlässt von Anfang bis Ende einen bleibenden Schrecken, der Ihnen das Herz brechen wird. Vom renommierten Magazin Dread Central. Und ich finde den Titel falsch. Weil da gibt's nicht einen letzten Anruf. Da gibt's ungefähr 10 letzte Anrufe. Everyone's Last Call. Ständig klingelt Telefon. Everyone's Last Call. Ist ja. Gut. Im Original heißt es auch nur The Call. Vielleicht Call. Ist das der. Ja, okay, das würde besser passen. Ja. Der Ruf vor allem eher so, ne? Ich hätte es lustig gewürdigt, hätten sie ihn genannt Call Me Maybe. So, Call Me Maybe. Vor allem das Mädchen, das kannte ich irgendwoher, die hat in schon so in so Disney-Sitcoms mitgespielt. Ich glaube bei Zoe 101 und so. Und dann auch mal bei Bones und bei The Mentalist dann. Die hat immer nur so Mini-Rollen für eine Folge in lauter Serien gehabt und jetzt hat sie mal eine Filmrolle ergattert. Aber gut fand ich sie trotzdem nicht. Ja, solche
ich sag mal so, solche preiswerten Horrorfilme, die sind auch häufig ein ganz gutes Sprungbrett für junge Talente, wo man sich mal zeigen kann, weil das sind meistens halt irgendwelche Kids, die irgendwie da hingemetzelt werden und so, und die können sich da halt mal zeigen. Die werden jetzt nicht gerade in einem großen Drama mit irgendjemand spielen, sondern gerade solche Filme. Aber selbst die jungen Leute hatten jetzt nicht so wirklich eine Chance, hier irgendwas zu zeigen. Es war alles total dämlich da, die Aktionen und irgendwie das Drehbuch, was denen an der Hand gegeben wurde, den jungen Schauspielern und Schauspielern, um sich da mal zu zeigen, das war einfach Banane. Also da waren jetzt keine Szenen drin, wo man gesagt hätte, hier kann sich jetzt mal jemand ein bisschen auszeichnen in irgendeiner Weise. Und wenn es nur als Scream Queen ist oder so, aber nicht mal das. Ja. Ach ja, also punktemäßig, ich gebe 3,5. Ich gebe 3. Yeah. Ich hab, glaube ich, die schönste Wertung. Ich habe nämlich reingeschrieben ins Dokument UF,5. Oh. UF,5. ich gebe ihm auch einfach mal 3 Punkte. 3 nett gemeinte Punkte. Heute ist, weil es so schön ist wahrscheinlich, steigt mir die Temperaturen zu Kopf. Deswegen gebe ich immer schön 3 Punkte. Hier ist Hai-Alarm. Der Erik hat einen Hai-Film geguckt. Genau, gibt es auf hier. Ich mag Hai-Filme. Gibt es ja mittlerweile auf Sky und auch auf diversen anderen Plattformen, also hier auf Sky zum Kaufen und Ausleihen gerade, ne? Ach so. Und ich warne vor, das ist natürlich ein Hai-Film, also der wird jetzt auch die Skala nicht nach oben sprengen hier, ne? Verstehe ich jetzt gar nicht. Und zwar ist ein australischer Hai-Film, in Australien gibt es ja sehr viele Hai-Angriffe und ja, natürlich auch sehr viele, die Wassersport machen, irgendwie da surfen gehen und tauchen und sowas. Ist ja eine sehr schöne Unterwasserwelt und das lockt natürlich auch immer mal wieder Haie an. Und da traue ich den Australiern durchaus eine gewisse Expertise im Bereich Hai und auch Hai-Filmen zu. Mal schauen, ob The Great White oder nur, nee, Great White, deutscher Zusatztitel, hol tief Luft, ob der hier... ob ich finde den gar nicht auf Sky. Echt? Doch, hier bei Sky hier zum Luft. Kaufen. Hier, ja. Ich kann mich aber jetzt nicht mit deiner Sky-Suche beschäftigen. Ich würde gerne den Film vorstellen. Ja, natürlich. Ich suche so lang weiter. Also, in Great White lernen wir ein Pärchen kennen. Die Schauspieler kannte ich jetzt alle nicht so. Katrina Bowden, Aaron Jakubenko und so weiter. Und die haben ein kleines Wasserflugzeug, womit sie immer mal so Touristen irgendwo hinfliegen. Und dann können die mal so ein bisschen tauchen gehen und da so was entdecken. Und dann kommt eines Tages irgend so ein rich Asian Kid, würde ich es mal sagen, da vorbei mit seiner Instagram-Freundin und die legen da ganz viel Geld auf den Tisch und wollen da mal irgendwo hingeflogen werden, jetzt völlig ohne einen Termin zu haben. Und dann sagt er natürlich, okay, das mache ich, weil wir haben vorher auch so ein bisschen erfahren, dass die ein bisschen in finanzieller Schieflage gerade sind, dass die in die Banken im Nacken sitzen. Und da muss er diesen Auftrag annehmen. Und er ist selber auch nicht nur Pilot von diesem Wasserflugzeug, sondern er ist Meeresbiologe. Wie es halt immer so ist, ne? Zweitausbildung, Meeresbiologe, natürlich sehr hilfreich. Und kennt sich mit Haien aus, ne? Das ist ganz wichtig. Wer kennt das nicht? Die fliegen also dann auf so eine einsame Insel. Das Wasserflugzeug kann davor landen. Und weil auf dieser einsamen Insel gab es wohl vor Jahren mal eine Tragödie, die sich da ereignet hat. Da ist nämlich ein Schiff war es, von Haien angegriffen worden. Dann haben ein paar Leute überlebt, konnten sich auf die Insel retten. Und da hat nur einer überlebt und das ist, Achtung, ein kleiner Spoiler, aber der ist gleich am Anfang, der ist nämlich der Vater, der Großvater von der Instagram-Freundin, die er mit dabei hat. Also die ist dann doch, hat doch nur noch mehr Tiefe, als man am Anfang denkt, ne? Und deswegen wollte sie mal die Insel besuchen, wo eben damals ihr Großvater das überlebt hat, diese Tragödie. Und es ist natürlich so, da gab es nicht nur damals Haiangriffe, sondern auch diesmal führt dazu, dass das Wasserflugzeug irgendwann nur noch Schutt und Asche ist und sie retten sich in so ein kleines, so ein Life Raft hier, so ein aufblasbares Schlauchboot, was da so im Flugzeug ist, wenn die eine Notwasserung machen müssen. Ihr wisst, glaube ich, Boot? Ja, nee, nicht Boot, würde ich es nicht nennen, eher wie so ein Schlauchboot, ja, so ein
quasi, wo zwischen dir und dem Wasser nichts ist als so eine kleine dünne Gummifolie. Ja. So, dann treiben sie halt so auf dem Meer, diese illustre Party, da ist auch noch jemand mit dabei, den habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist so ein Kumpel von den Piloten, der da auch immer mitfliegt, der sich auch ganz gut auskennt mit allem, der ist auch noch mit dabei, dann dieses Pärchen und da gibt es natürlich Spannungen, weil natürlich die, ja, weil von der Art und Weise her, wie die ticken und dann gibt es halt verschiedene Taktiken und sie haben wohl einen Notruf abgesetzt über das Flugzeugfunkgerät, kurz bevor es untergegangen ist, aber man weiß halt nicht. Also die treiben da so hin und dann gibt es halt verschiedene Meinungen, was man jetzt tun sollte mit dem Paddeln oder da in irgendeinen Strom rein oder zum Meer hin oder wie auch immer oder schwimmen bis zum Land und so weiter. Ja, das zieht sich leider sehr, sehr lange, diese unendlichen Diskussionen auf diesem Life-Raft dann hin und her und dieses gegenseitige Anöden. Und ja, jedenfalls ist es dann so, dass natürlich der Hai dann irgendwann mal dieses Life-Raft entdeckt und er greift aber das Ding nicht an, sondern, also was natürlich ein leichtes für ihn wäre, das Ding einfach umzuschmeißen oder so, sondern er wartet einfach, bis dann irgendwann mal jemand so dämlich genug ist, sein Paddel ins Wasser fallen zu lassen und da hinterher zu schwimmen und so. Und ja, es war leider nicht so lustig dämlich wie sonst bei Hai-Filmen, wo ich jetzt dann wirklich das gerne abfeiere und dann drüber lache und so, wo das wirklich so ein bisschen in die Richtung gemacht ist, sondern der Film nimmt sich einfach viel zu sehr ernst und auch diese ganze Tiefe, die der damit reingebracht hat und diese dämlichen Aktionen, die sind halt einfach nur dämlich und nicht lustig dämlich, deswegen kann ich dem leider auf der Hai-Skala wirklich keine gute Wertung geben. Der hätte sich ein bisschen, ja, lustiger nehmen sollen, ein bisschen mehr Hai, weniger Gelaber auf diesem Ding, deswegen gibt es von mir 3/10 nur. Klingt jetzt nicht wie ein absolutes Highlight. Nee, es war kein Highlight, aber es war wenigstens mal wieder Hai-Alarm und ihr wisst ja, wenn es einen neuen Film gibt mit Haien, dann gucke ich den auf jeden Fall. Und ich schaue jetzt gerade mal, doch, Sky Store, 4,99, genau. Aber ich habe ihn auch bei Amazon ausgeliehen, da war nämlich nur... Ich habe ihn, also bei Wer streamt es, steht es nur auf Amazon und Magenta TV. Ich habe es gerade offen, Wer streamt es, da steht ja, Sky Store drin, 4,99. Okay. Vielleicht hast du... Duelliert euch doch einfach noch ein bisschen. Ist egal. Also man muss es ja nicht gucken. Also vielleicht... Ach so, schöne Bilder von Australien und von den Stränden. Also wenn ihr das mal gucken wollt, der wird ja dann wahrscheinlich demnächst auch im normalen Programm dann laufen. Gerade für euch dann nicht uninteressant. Ihr mögt ja Australien sehr, Kate, besonders du. Und dann auf jeden Fall mal reingucken. Also da waren so Drohnenaufnahmen drin von diesen Stränden und wenn die da unterwegs waren, das sah schon echt toll aus. Auf dem großen Fernseher und so. Ja. Also das kann man dahingehend mal gucken, um ein bisschen Sightseeing zu machen, aber der Film selbst, der kann nicht so viel. Okay. Wer ich kenne auch noch einen Film, der ja nicht so viel kann. Oh, auch nicht so viel. Okay, da haben wir ja wieder Highlights ohne Ende. Ich habe, das ist schon ein bisschen her, aber ich muss noch drüber reden. Deswegen, ich habe vor längerer Zeit, vielleicht vor 3 Wochen oder so, auf Sky einen Film angeguckt. Der nennt sich Die Farbe aus dem All. Ist ein Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Oh, ein Garant für gute Filme. Ja, also es geht, ich habe noch mal ganz kurz geguckt. Diese Geschichte beruht auf einer Kurzgeschichte von, wie hieß er, H.P. Lovecraft, der für seine Fantasy-Romane oder Kurzgeschichten sehr, sehr bekannt war wohl. Es geht um Folgendes. Nicolas Cage spielt den Künstler Nathan, der mit seiner Frau und seinen 2 Kindern sich so ein bisschen aus dem Lärm der Stadt zurückziehen wollte und aufs Land gezogen ist, nach Neuengland. Und dort auch so ein bisschen so selber Zeug anbaut und die eigene Milchkuh hat und so ein bisschen ländlich lebt, um eben von der ganzen Stadt unabhängiger zu sein. Und denen geht es da eigentlich ziemlich gut. Die Kinder finden es nicht immer so toll, so weit draußen zu wohnen, aber ist halt so, wie es ist. Und eines Tages gibt es einen Meteoritenabsturz und dieser Meteorit landet direkt in seinem Garten. Oh. Und dieser Meteorit hat so eine Art, also für uns wird es dargestellt als lila eine Farbe, also der glüht so ganz lila
und bringt eine Art außerirdische Macht mit sich. Denn dieser Meteorit oder diese Macht, die es mitbringt, ergreift Besitz Stück für Stück von dieser Familie. Also sie fangen immer mehr an abzudrehen und auch ihre ganze Umgebung, also der Garten fängt an sich zu verändern. Es entstehen neue Pflanzen, die es so noch nie gab, und alles kriegt so einen lilanen Schimmer. Das kann auch schön sein. Der Garten sieht total schön aus irgendwann. Aber die Leute drehen halt total ab. Ich habe am Anfang gedacht, okay, was will der Film mir erzählen? Und dann dreht der Film so abartig ab, dass du ihn weder gut noch schlecht findest. Der ist einfach plötzlich auf einer ganz anderen Ebene von Film. Ich kann nicht 100% sagen, dass er mir nicht gefallen hat, aber ich kann auch nicht sagen, dass er mir gefallen hat, weil er steht so alleine da und ich weiß nichts mit diesem Film anzufangen. Ich würde ihn nicht nochmal gucken, auf gar keinen Fall, aber ich kann ihn auch empfehlen, mal zu gucken, weil er so abstrus abgefahren ist und auch die Art und Weise, wie dieser Hausbesitzer oder diese Familie sich verändern, so abgedreht ist. Also ich will auch gar nicht so viel erzählen von der Story, was mit denen passiert und so. Aber es ist so irrsinnig. Ich lieb, danke. Es ist so irrsinnig. Also wenn man die Möglichkeit hat, mal reinzuschauen, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ihn noch auf Sky, ich bin mir 100% sicher. Aber vielleicht, glaube bei Sky Go gibt es ihn noch. Kann man mal reinklicken, aber erwartet nicht, dass er euch gefällt, sondern eher, dass er euch irgendwie so nicht gefällt. Zurücklässt. Er wird teilweise auch ein bisschen eklig, aber ohne Pipi-Kaka-Humor oder ähnlichem. Also er nimmt sich extrem ernst. H.P. Lovecraft kenne ich noch aus Videothekenzeiten, da gab es so irgendwie Reanimator und so, das war, glaube ich, auch basierend auf H.P. Lovecraft und so. Der war ziemlich abgefahrene Sachen gemacht. Ja, ist auch sehr abgefahren. Ja. Ja. Cool. Also, und das ganze Thema mit dem Necronomicon, was ja auch zum Beispiel bei Tanz der Teufel und so eine Rolle spielt, das basiert auch auf den seinen Geschichten. Ja, das Buch des Todes und so. Und das auch ja so total abgefahren ist, ne? Ja. Ja, vielleicht gucke ich da mal rein. Also H.P. Lovecraft. Guck mal rein, aber wie gesagt, erwarte nicht zu viel. Aber er dreht komplett ab. Also auch eine ganz andere Rolle von Nicolas Cage mal. Ich wollte schon lange mal Mandy gucken, der läuft ja jetzt auch auf Sky. Ja. Habe ich gesehen. Der soll ja auch so extrem krass sein. Ja, ich will auf jeden Fall noch Nico gucken auf Disney Plus. Der soll auch ganz süß sein. Meiko, Meerjungfrau. Nee, Nico heißt er. Nee, Luca. Nico. Luca heißt er. Luca. Okay. Luca heißt der Film. Okay. Ja, ist ein Animationsfilm. Aber das gucke ich vielleicht bis zum nächsten Mal dann. Mach das mal. So wie ich das sehe, haben wir jetzt. Loki steht noch von letzter Woche drin bei dir oder willst du da jetzt. Nee, Loki ist ja die aktuelle Folge. Hallo? Hast wollen du die aktuelle Folge gesehen? Wollen wir darüber sprechen? Dann hau ich mal den Serientrainer rein. Mach gleich den Serie. Spoiler drüber. Achtung. Alles auf einmal. Loki, Folge 2, am Mittwoch erschienen, habe ich sofort geguckt. Ha. Wir tatsächlich nicht, wir haben es tatsächlich erst gestern geguckt, aber nicht heute, nicht heute früh, vorher nicht geschafft. Nicht heute früh, gleich nach dem One Last Call. Oder? Nee, aber meine Güte, also uiuiui. Dieser Film macht mich fertig. Das ist total verrückt, ne? Also ich meine, der Film, die Serie. Man weiß ja jetzt immer noch nichts Genaueres, finde ich. Also man tastet sich so vor, aber das war ja bei Winter Soldier und so, war das auch nicht anders. Ja, aber nochmal komplett anders jetzt. Ich finde es nochmal komplett noch anders, mal so auf einem abgefahren. Ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Niveau schon wieder. Und ich meine, ich liebe ja Tom Hiddleston. Der Typ ist ja einfach mega. Der ist einfach mega cool mit seiner ganzen Mimik, mit seiner Gestik und wie die das jetzt auch umgesetzt haben und leck mich am Socken, hey, das ist so ich will wissen, wie es weitergeht. Gib mir bitte sofort die nächste Folge und am besten alle, damit ich alle durchgucken kann nochmal. Ich finde das so eigentlich ganz gut, dass man wieder Gelegenheit hat, weil sonst guckt einer schon komplett fertig bis zum Ende und ein anderer fängt gerade erst an. Ja, ja. Und so finde ich es eigentlich ganz gut, da ist jeder so auf demselben Stand.
ich finde die Ausstattung so extrem gut. Also ich weiß, ja, das ist jetzt vielleicht eine etwas, also ich möchte damit die ganze Serie nicht irgendwie, die Schauspieler sind auch super, aber ich finde auch, hier wird so viel Wert auf diese ganze Ausstattung gelegt. Es erinnert mich ein bisschen an diesen Terry Gilliam Film Brasil, falls den jemand von euch kennt, wo der auch in so einer bürokratischen Welt lebt, in so einer Gesellschaft, und wo er dann durch Zufall irgendwie das eine Todesurteil irgendwie nicht vollstreckt wird, weil da so eine Fliege bei ihm in die Schreibmaschine geraten ist, und in dem Moment, wo er tippen wollte, war dann halt ein anderer Name da. Da hat es den einen, Brasil unbedingt empfehlen, unbedingt mal gucken. Aber es erinnert mich sehr stark, und auch so die Kubrick-Einflüsse von den ganzen Farben und diese 50er-Jahre-Ästhetik von diesen ganzen Sachen, von diesen Computern und sowas, was die haben. Ist irgendwie extrem gut, die Ausstattung. Also auch die Lampen und alles, die Innenarchitektur. Das ist so detailgetreu. Auch diese kleine Uhr, mit der er sich dann unterhält, diese animierte Uhr. Herrlich. Ah, mega gut gemacht einfach. So super. Also grundsätzlich, also ich finde, also was mir halt in der Folge extrem gut gefallen hat, war, man hätte dieses Geheimnis um die Variante ja noch fortführen können, aber sie haben es nicht gemacht, und das fand ich gut. Einfach wieder, man hat uns wieder ein Leckerbissen hingesetzt, zu sagen, what the fuck, das ist die Variante, und dann zu sagen, okay, was ist der Plan? Warum ist das jetzt gerade in diesem Riesenladen da passiert? Was hat diese Variante vor? Und in dem Moment, wo diese Zeitauslöscher, oder wie das Ding heißt, diese Zeitzurücksetzer, diese Türchen geöffnet haben und alle verschwunden sind, der Chris und ich saßen beide so, ach du Scheiße, da. Und wie dann alle in der Fabrik quasi, in der Zeitfabrik, so ausrasten, so, oh mein Gott, Alarm, das war so gut. Und ich will wissen, was passiert und warum. Und ich will's wissen. Das ist so schlimm. Diese Serie ist unfassbar süchtig machend. Also noch schlimmer als die anderen beiden davor. Vielleicht ist ja dieser geplante Zeitstrahl, nenne ich es jetzt mal, von diesen Zeithütern. Vielleicht ist es ja gar nicht so gut. Den Gedanken hatte ich nämlich auch schon ein paar Mal. Vielleicht ist ja gar nicht so gut, dieser Zeitstrahl. Vielleicht ist es ja ganz gut, wenn da ein bisschen Chaos reinkommt. Und ich meine, das Leben ist halt Chaos. Und ich meine, oder kann natürlich auch sein, dass es genau dieser eine Zeitstrahl ist, der quasi dazu führt, dass eben diese eine von diesen vielen Möglichkeiten, die Dr. Strange damals erkundet hat, die es gab, um Thanos zu stoppen oder so. Das kann natürlich auch sein, dass das dieser eine Zeitstrahl ist, wo sie dann hier einfach mal einen neuen Zeitstrahl aufmachen und sagen, okay, jetzt sind wir wieder an einer ganz anderen Ecke. Ja, und ja, es muss ja irgendwo hinführen, weil es heißt ja, der neue Strange heißt ja Multiverse of Madness. Und das wurde ja in der ersten Folge auch schon aufgegriffen. Also das ist so abgefahren. Chris, Entschuldigung, ja, alles gut, es wird so vieles einfach aufgegriffen auch und so vieles wieder aufgemacht. Und dann auch der Punkt, weil was ich so unfassbar gut fand, war jetzt auch wieder, als Loki da so, ja, ich hätte gern die und die Akte. Welche Akten kann ich denn haben? Und dann kriegt er ja nur seine, weil es schon okay, ja, alles andere unter Verschluss, okay. Und dann einfach auch seine Reaktion darauf, dass ihn das eben doch nicht so alles kalt lässt, was da immer war. Und dass er doch nicht so der eigentliche Schabernack-Wichser ist, der er eigentlich gerne wäre und alles. Und es verleiht der nächsten Figur nochmal richtig Tiefe. Wir erinnern uns da mal zurück an Winter Soldier, Falcon und Winter Soldier, die beiden Figuren haben plötzlich echt richtig Tiefe auch bekommen. Und jetzt bekommt Loki nochmal richtig Tiefe. Und ja, genau. Und Loki hat einfach ein ganz einfaches Ziel, würde ich mal sagen. Der hat nämlich keinen Bock, dass er, wie im Film geschieht, stirbt. Und deswegen, glaube ich, möchte der seine Zeitlinie nämlich ändern. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass jetzt am Ende der zweiten Folge ja Owen Wilson so ein bisschen in Misskredit geraten ist durch diesen Fauxpas. genau, weil der ist auch irgendwie eine extrem coole Rolle. Aber saßt du auch da und hast gedacht, nein, Loki, geh nicht durch die Tür. Nein, 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 bleib hier. Nein, geh nicht. Oh Mann. Ich hab gedacht, der geht da durch. Ist nur eine Frage, wann. Ich hab so auf die gute Seite von ihm gehofft, um zu sagen, nein, er geht nicht durch die Tür. Er hilft ihnen weiter. Und dann geht er durch die Tür. Wobei, vielleicht
will er ja auch wirklich irgendwie doch in irgendeiner Weise helfen und ist deswegen hinterher, um zu wissen, wo die Variante hin ist. Und ja, sprechen wir noch über die Coolheit dieser Variante. Ich finde die sehr cool. Ja, wissen wir jetzt schon genaueres da eigentlich? Nee. Tja, Female Loki, ne? Female Loki. Ja, aber kann ja auch nur eine Variante Maskerade von sein. Ihm, in der er weiblich ist. Und jetzt hat der Erik wieder was sehr Gutes gesagt. Kann ja auch nur eine Maskerade sein. Naja, das kann natürlich auch sein. Na, aber das glaube ich nicht. Am Ende ist es Thor. War ja gestern ein lustiges Posting vom Postillon. Ja, vom Postillon. Tor für Deutschland. Torbild gezogen. Das war nicht gut, ja. Hat mir auch gefallen. Übrigens hier, ich habe gerade, läuft nebenbei Sky oben ohne Ton. Da ist gerade The Blind Side zu Ende. Einer oben ohne. Das läuft oh, sehr toller Sky Film. Oben ohne. Ja, ist gerade das letzte Bild, wo sie den nochmal in echt zeigen hier. Herrlich. Ganz toller Film, Blind Side. Mag ich auch sehr. Ja, Achso, sind wir durch bei Loki mit der neuen Folge? Ja, oder? Super, ne? Also wir finden das super und wollen super, wirklich die nächste Folge haben. Dranbleiben. Und toll, toll. Wenn wir einmal im Spoiler-Talk sind, Mythic Quest, Chris, aktuelle Folge? Oder? Nein, ich muss immer noch. Verdammt. Es tut mir so leid. Verdammt. Ja, hochheilig versprochen, ich schaue es heute, damit nächste Woche auf jeden Fall dabei ist. Jetzt hätte ich jetzt gleich mal, nächste Woche ist ja schon Staffelfinale, oder? Bruder, ich schwöre, ich schaue heute. Aber Frage. Wie weit bist du denn bis jetzt? Brudi, ich schwöre. Nicht weiter wie das letzte Mal, deswegen so. Brudi, ich schwöre, ich schaue heute. Also die mit dem, die Backstory, die hast du schon, oder noch nicht? Die Folge Backstory? Nein. Auch noch nicht, okay, alles klar. Nein, deswegen Brudi. So, Kate, was wirklich? Willst du? Der Chris hat vorhin toll, toll, toll gesagt und ich habe mich gewundert, warum er nicht drauf auf dieses eine furchtbare Video zu sprechen kommt, von wegen toll, toll, super toll. Toll, toll, super toll. Ja, ja. Okay, wir sind jetzt aus dem Spoiler-Talk raus, ne? Mach ich mal ganz kurz hier. Ja. Achtung, Spoiler-Warnung. Tada! So, da sind wir wieder zurück. Wir haben euch Loki nochmal näher gebracht. Guckt auf jeden Fall Loki, dann könnt ihr auch den Spoiler-Talk mit anhören. Und hier Games haben wir nicht weiter. Ich spiele immer noch mein Sniper-Spiel, habe ich gestern auch mal gestreamt. Hier und so. Ja, vielleicht ganz kurz noch ein Hinweis. Ja? Die Tarkov dreht gerade völlig ab. Also warte mal, wollen wir Games, dann machen wir kurz Games. Ja, mach ganz kurz Games rein. Games. Erzähl. Voll geil mit Trailer und Dings und hier. Tarkov dreht gerade völlig hohl. Die haben am Donnerstag haben sie ein Bild gepostet, nur mit dem neuen Boss, der kommen wird auf der Map Factory, mit der Erweiterung der Factory Map. Und haben dann einen anderen Boss dazu und irgendwie auf Russisch so alles Gute zum Geburtstag, mein Kleiner oder irgendwie sowas, stand da drauf und plötzlich ist dieser Boss auf Factory aufgetaucht und ist von einer anderen Map der Boss und der ist halt ultra kacke, weil das ist so einer, wenn der dich triggert, wenn der Aim auf dich hat oder sowas, der jagt dich über die komplette Map. Und da hast du echt nicht so Bock drauf. Und gestern, ohne Ankündigung, so, ach ja, übrigens auf Reserve sind jetzt, also auch eine Map, auf der einen Map, sind jetzt alle Bosse unterwegs, weil geheimes Treffen und hier ist noch eine neue Mission dazu und viel Spaß. Und jetzt rennen auf der einen Map gerade alle Bosse rum, also es wird ganz stark angenommen, dass es der Pre-Vibe-Event ist. Und jetzt gerade vor 10 Minuten, Viertelstunde kam mal wieder eine Twitter-Meldung von wegen, ja, hier irgend so ein Nachrichtenblatt auf Russisch und wie es scheint, machen sie jetzt die eine Map. Schick mir mal den Link. Ich kann da ein bisschen runter. Ja, gleich. Schickst du gleich gerne rüber. das Labs, also die Map, wo du wirklich so eine Karte brauchst, so eine Eintrittskarte quasi, so eine Strichcode-Karte, also so hinten mit Barcode und sowas, alles mögliche drauf, die halt auch 200.000 Rubel oder sowas kostet, wird wohl jetzt. Ja. Musst du das da überweisen? Kommt nicht jeder drauf. Echt Geld oder was? Und nein, Labs ist aber auch die. Nein, Labs ist auch die Karte, wo du dein Zeug nicht zurückkriegst, wenn du stirbst. Also da reisen keine Versicherungen. Und jetzt scheint es so, als ob sie einen der stärksten Bosse einfach auf Labs gesetzt haben und Labs einfach mal kostenlos der Eintritt ist gerade. Das heißt so gut wie, dass am nächsten Donnerstag wohl Vibe sein wird. Davon ist auszugehen, weil Donnerstags ist immer Vibe und es verdichtet sich jetzt. Ich sehe es gerade. Das heißt, alles wird zurückgesetzt und dann fangen wir wieder von vorne an. Ich sehe gerade hier so eine Twitter-Meldung, da haben sie hier so wie so eine Zeitung eingescannt. Ah, okay. Ja, genau.
lese ich nachher mal in Ruhe durch. Ja, gut, wenn wir jetzt einmal im Games-Bereich sind, also die, ich bin jetzt ein ganzes Stück weiter bei dem Sniper-Spiel. Muss nochmal den kompletten Titel, kann ich mir nicht merken. Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Das ist ja, okay. Auch Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Pass. Ist auch tatsächlich, habe ich gesehen, in den Stream hier in den Charts relativ weit oben mit vielen Zuschauern. Also ich hatte auch einige da später dann. Und das ist auch, also Tarkov-mäßig, du kannst auch deine Waffen richtig gut modden und alles Mögliche, das macht echt Laune. Also dann viel Stealth, viel auch Nahkampf und alles Mögliche und macht echt Spaß. Macht Laune, kann ich empfehlen. Okay. Ist relativ neu. Vielleicht, wenn du jetzt da eh irgendwie bist, die das hoch wieder starten dann nach dem Vibe, kannst du ja mal reingucken. Wenn du da eine, ja, wenn der jetzt am Donnerstag Vibe ist, dann ist nächste Wochenende verplant, weil dann geht es ganz arg schnell, einfach nur um Level 10 zu erreichen. Ja. Nein, ab Level 10 hast du den Flea Market und dann ist das Spiel auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Aber bis Level 10 hochzukommen ist super sackern. Okay. Alles klar, das war's mit den Games soweit. E3 vielleicht, ja, habe ich auch noch ein bisschen geguckt. Da gab es ein paar coole Neuigkeiten. Nicht so viel wie erwartet. Und das mit Bethesda hast du mitbekommen, ne? Ja, die hauen ja jetzt alles nur noch für Xbox und so raus, also nichts mehr mit PlayStation. Game Pass hauptsächlich auch, ne? Die wollen ja einen Game Pass richtig pushen. Ich habe ja den Game Pass Ultimate, also ich kann den auch echt wärmstens empfehlen. Da hast du ja die ganzen EA-Sachen mit dabei und so. Und ich kann ja den auf meinen Geräten hier installieren. Das heißt, da kann meine Tochter mit dem Game Pass oben Sims spielen. Weißt du, ich kann hier irgendwelche Forza spielen und so. Das ist echt, echt witzig da. Und für das Geld, ja, da hast du die ganzen Spiele alle drin. Ja. Und sind immer mal ein paar nette dabei, die ich so noch nicht kannte, die ich mir vielleicht so nicht gekauft hätte und so. Und kann man empfehlen. Nicht nur, wenn man eine Xbox hat, ich habe ja keine. Also ich habe es ja nur für die PCs hier. So. Ich habe auch keine Xbox, ich habe eine PlayStation 5. Ja, sehr gut. Okay, dann begeben wir uns mal so langsam aber sicher in die Rätselecke. Rätselecke. So, die Kate ist heute dran, uns ein Rätsel Harry Potter servieren hier. Ich begebe mich mal wieder auf die Klassiker zurück und zwar werde ich euch nach und nach Schauspieler nennen, die alle in einem bestimmten Film mitgespielt haben und ihr müsst den Film erraten. Moment, ich muss ganz kurz IMDb starten. Ja, mach mal. Okay, bin bereit. Also, wir fangen an mit Verlaine Kane. Wer kennt sie nicht? Oder ihn? Ja. Wer ist denn das? Den kennt ihr aber. Anthony Daniels. Den kenne ich. C3PO, wenn ich recht erinnere. Nee, James Earl Jones. Den kenne ich auch. Hey, geht's Star um Star Wars? Spencer Wilding. Das Problem ist, du siehst die Leute ja selten, du erkennst sie ja kaum im Film ohne Maske, ne? Also ohne ihre C3PO-Maske oder so, wenn das jetzt ein alter Film ist, wo die damals mitgespielt haben. So alt ist er nicht. Ah. Jonathan Aris. Ferris. Ja, heißt Ferris. Ferris. Schreibt sich das auch noch gleich etwa? Ferris steht hier, ach, ja. Ferris. Echt? Wie kann man, wenn man einen Nachnamen Ferris heißt, den Kind Ferris nennen, ne? Ja. Okay. Schon irgendeine Idee? Nee. Ja, wie Star Wars. Wart schon nach, ihr wart ist schon mal nah dran. Aus dem Star Wars Universum? Ja, aus dem Star Wars Universum. Rogue One? Ja. Hey, ich wollte gerade Luft holen, da sagte Eric Rogue One. Also ich hätte ja noch wusste, gehabt, du wusstest ja wohl kaum Genevieve was von dem Großen nehmen, deswegen konnte es ja nur Rogue One oder Solo Elisa sein. Elisa Petri, Mads Mikkelsen, ja. Riz Ahmed, Forrest Whitaker, Guy Henry, Ben Mendelsohn, Wen Wing, bla bla, Alan Tudyk und Felicity Jones. Riz Ahmed, der war so gut hier bei The Sound of Metal. So gut, ey. Ja. Ja, sehr schön. Ging ja schnell. Gut. Das war ja mal schnell vorbei hier. Ich dachte, das dauert länger. Nee, alles gut. War doch toll. Ich finde es schön. Star Wars ist immer schön. Star Wars, super. Rogue One habe ich eher nicht da mehr geguckt. Könnte ich mal wieder gucken. Die könnten mal wieder bei Sky hier so einen Pop-Up-Sender machen mit Star Wars, wo man einfach mal wieder alles finde ich auch gut. Jetzt halt, machen sie ständig harte Ringe, ey. Ich kann also, ständig? Ich habe ja Disney Plus. Ja, einmal. Gefühlt ständig. Also, weil ich bleib da mal hängen, wenn die das zeigen. Ich gucke da nochmal den ganzen Film. Wenn ich da durchzapp.
Oh mein. Und dann zeigen die auch immer gleich die langen Filme noch zusätzlich. Hm. So Ärger aber auch. Und Hobbit und alles. Hm. Bleib ich immer hängen, genau wie bei Zurück in die Zukunft oder so. Kann ich auch nicht abbrechen. Das geht auch immer. Geht einfach immer. Ja, sehr schön. Ah, da bin ich ja beim nächsten Mal da dran. Da werde ich hier mal das Kreuzchen hier rüberlegen bei uns. Seit wie vielen Wochen war ich jetzt eigentlich nicht mehr dran, weil ich total versagt bei diesen Quizzes. Nur mal so rein, also nicht, dass ich jetzt sage, ich will auch mal wieder, sondern einfach nur. Vielleicht muss unsere Fanbase da mal ein Wiki anlegen, wo dann getrackt ist, wer wann, wo, wie, welche Rätsel. Also wie gesagt, ich hätte einfach mal nur gerne so die Übersicht, wie lange ich schon so vor mich hin versage, also, was das angeht. Ich werde einfach nächstes Mal, wenn ich dran bin, ein Quiz machen, wo die Antwort Harry Potter ist, weil wenn du reinrufst, ist es gleich richtig. Noch bevor ich die Frage gestellt habe. Das finde ich fair. Beim nächsten Mal bist du aber nicht dran. Das wird nicht Harry Potter. Ja, ich sage das nächste Mal, wenn ich dran bin. Okay. Haja, Mensch, das war ja mal wieder was. Und Chris, du kannst natürlich die letzten Sendungen alle gern mal nachhören, um dann rauszufinden, wann deine... Auf welche Homepage muss ich da gehen? Auf welche Internetseite? Wie ist denn die Adresse? Du kannst kinocast.net gehen, du kannst Spotify gehen, du kannst Podigy gehen, du kannst Podster gehen. Podhost, Podcast.de, alles Mögliche. Oh, ich kriege. Da hört man überall diesen Podcast. Das ist ja Wahnsinn. Dadurch, dass der Feed ist ja frei verfügbar, ne, in dem RSS, ich kriege manchmal so hier so Statistiken, welche Seiten sich denn. Da gibt es Seiten mit Podcast-Feeds, die hast du noch nie gehört und die sind nach einem Monat wieder weg und so. Aber ist total krass. Naja. Okay, dann machen wir die Musiktipps für heute. Music. Die sind auch auf unserer Spotify-Playliste, die heißt Kinocast Songs. Da kriegt ihr jede Woche ein paar neue Songs auf eure Ohren aus unserer Auswahl. Ich habe natürlich passend zu unserem Sneakfilm von Lützenkirchen 3 Tage wach genommen. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Das ist aber lustig, haben wir richtig deutsche Ecke heute, weil ich habe passend zum Wetter und zu dem ein oder anderen Kollegen, mit dem ich diese Woche diskutieren durfte in der Schule, die Orsons mit Ventilator. Oh Gott. Ventilator. Ich habe euch ja schon vor längerem mal erzählt, dass Taylor Swift alle ihre alten Alben in einer neuen Version aufnimmt, damit sie ihr gehören, ihre Songs. Und sie hat gestern veröffentlicht, dass ihr Album Red im September erscheinen wird. Also Red Taylor's Version. Mit noch ungehörten Songs, die damals nicht mit veröffentlicht wurden durften, laut ihrer Plattenfirma. Das heißt, es wird ein Album mit 30 Songs sein, mit denen, die man schon kennt und die man eben noch nicht kennt. Und deswegen habe ich aufgrund dessen aus dem Album von Red einen Song ausgewählt, den ich sehr, sehr mag, und zwar All Too Well. Mhm. 30 Songs. Ich dachte schon, jetzt kommt irgendjemand von euch mit den No Angels ums Eck. Das ist ja dann, I wanna be daylight in your eyes. Das ist ja deine Doppel-CD. Quasi, also es, ja. Sie wurde halt damals in dieser Plattenfirma sehr beschnitten an dessen, was sie veröffentlichen darf und was sie tun darf. Oh. Und, sie wurde in der Plattenfirma beschnitten. Oh. Leute, wir müssen langsam Schluss machen. Jetzt fängt hier Miss Undercover an und danach kommt Miss Undercover 2. Oh mein Gott! Ey, bringt die heute Sandra Bullock hier was auf Cinema Special oder was? Vielleicht. Okay. Also gehabt euch wohl, bleibt gesund, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr auch, ne? Bis nächste Woche dann. Jawohl. Tschüss. Bis denn dann. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.